Das ist Schützi TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it! Das ist dann schon so. Nach 90 Minuten bist du ziemlich durch. Meistens auch ein bisschen betrunken. Also ich kann meistens in ein Loch hinein. Ich brauche mal irgendwie eine Stunde, zwei, bis ich wirklich wieder gescheites Zeug schnurren kann. Ja. Also es geht schon zur Substanz. Ja. Also in Verbindung mit Bier trinken, rumschreien, macht sie natürlich schon fertig. Vor allem, man steht da immer so ausgestellt da oben. Aber ich denke, für die paar Minuten oder 90 Minuten machen wir das halt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber irgendwie so wirklich angefangen hat es 2012 bei mir. Wir hatten ein Auswärtsspiel in Wohlen draussen. Ich hatte einfach genug Bier und irgendwann bin ich auf dem Hag oben gesessen und habe angefangen rumzuschreien und die Leute haben es noch lustig gefunden und dann hat sich das so ein bisschen ergeben. Klar, ganz wichtig ist so, dass du auch deine Leute rundherum hast, die dann auch mitmachen. Wenn du dort oben stehst und es macht niemand mit, dann kannst du auch daheim bleiben, oder? Kannst du Teletext schauen. Als Vorsänger, als Gapo, ist es ein bisschen anstrengender hier in der Bierkurve als in der Südkurve. Weil dort machen halt schon Jenste mit und da muss man halt immer wieder einen geben, dass die Stimmung aufrechterhalten bleibt. Ja. Das ist manchmal schon ein bisschen schade. Aber es ist jetzt etwas, das gehört dazu. Das ist die Bierkurve, es ist irgendwie ein bisschen der Charakter von dieser Kurve. Und irgendwo durch ist es auch gut so. Die anderen Kurven hast du natürlich. Wenn du nicht mitmachst, dann kommen gewisse Gruppierungen und stressen die und rühren die raus. Oder ich weiss, also das habe ich auch schon gehört. Also gerade in Zürich habe ich es sogar auch schon selber erlebt. Singst du nicht mit, dann kommen sie schon zu rennen. Und es muss jetzt hier nicht sein. Ja gut, es gibt so die klassischen Fußballlieder, Fanlieder, oder? Und gewisse kommt man nicht drum herum. Und dann haben wir aber auch ein paar Lieder, die wir extra. Wo nur wir singen? Ja, ausgesucht, eben, wo nur in der Bierkurve gehörst. Wie kommen die zustande? Ja, wenn man halt einfach. Meistens sind wir in einer Runde, oder eben, wenn wir am Choreobasteln sind. Oder,
Also ja. Das Letzte, was wir gelernt haben, ich mag mich noch erinnern, es war eine Auswärtsfahrt auf Bellinzona. Es war sensationell. Es war mein bestes Spiel für mich jetzt so, als Erlebnis. Wir haben einen Gar organisiert, einen Doppelstöcker. Wir sind mit 70 Nasen dort runtergefahren auf Bellinzona. Natürlich und unten angekommen, sind voll parat. Und im Gar hatten ein Mikrofon, wie es halt in jedem Gar hat. Und dort haben wir das neue Lied durchgegeben. Und, schlussendlich waren wir im Stadion, haben das Lied gebracht. Das wird heute immer noch gesungen. Und zwar sehr enthusiastisch. So jetzt. Und das Geilste war natürlich, wir haben 5-1 gewonnen gegen Bellinzona. Das war geil. Wer hat alles ein Bier? Wer hat alles ein Bier? Wo ist euer Bier? Ich habe letztens eine Erfahrung gemacht. Eine Frau, die auch immer wieder in der Kurve steht, mich halt so wahrnimmt, wie ich da oben bin. Und dann habe ich sie mal im Ausgang getroffen und so mal ein bisschen normal können mit ihr schwätzen. Und sie hat dann gefunden, so, ja, du bist ja ganz ein anderer Mensch. Und ich so, ja, eben, das ist mein Zwillingsbruder da vorne. Das bin gar nicht ich, aber es ist eigentlich schon ich, weil das ist das, was ich will. Und es ist geil, also ganz ehrlich, so Situationen wie, es war letzte Saison, Anfangssaison, auswärts in Schaffhausen. Und wir sind auf dem Hang oben gestanden. Und Schaffhausen hat ja irgendwie im Auswärtssektor sind 2/3. Also das Masse geht in die Breite und nicht in die Höhe. Also noch viel schlimmer wieder da. Und dann ziehst du ein Echo an, 3 Buchstaben FCW. Und nachher kommt das Echo zurück. Und ich habe gerade Hühnerhaut bekommen. Es ist geil, aber. Also im Privaten bin ich eigentlich nicht so, dass ich das suche. So im Mittelpunkt stehen. Aber hey, man kann länger singen, Mann. Wir haben so alle Lieder mindestens 3-mal gesungen und es ist noch keine Viertelstunde rum. Also. Wir geben ein bisschen Gas in der Mitte. Wir machen da mal ein Echo mit der neuen Tribüne zusammen. Hey, neue Tribüne, hallo! Hey, gehört ihr mich? Gehört ihr uns? Gehört ihr die Bierkurve? Machen wir ein Echo zusammen, alle miteinander! Komm mal, Leute! Es geht so ums Fähnen geht, wenn man irgendwie, wie sagt man denn, so Schmähsongs anstimmt, dann gibt es viele, die das nicht so cool finden. Und das ist sicher so ein Streitpunkt untereinander. Man hat dann die finden, wir singen nicht gegen andere, dann haben wir die, wo ich 90 Minuten ums Podest herum habe, bringst du mal einen. Und man muss dann da irgendwie eine Zwischenlösung finden, einen Kompromiss. Und ich bin nicht Fan von Schaffhausen, ich bin nicht Fan von Weil. Ich finde, man kann es ab und zu mal bringen, aber es soll nicht die Stimmung bestimmen. Also schlussendlich gehe ich immer noch ins Stadion für den FCW, für die Jungs auf dem Platz, für unsere Kurve, für den Verein. Und nicht, ich gehe nicht ins Stadion, um irgendwie andere zu beleidigen oder so, aber irgendwo durch gehört schon auch ein bisschen dazu. Ein bisschen gehört schon dazu, ja. Oh!
Sieger Sui! Den ganzen Groove darf man, glaube ich, nicht vergessen, was, wie die Bierkurve entstanden ist. Finde ich auch, sollte man auch noch ein bisschen beibehalten. Ja. Respektieren. Das würde heissen. Das würde heissen, dass wir halt weiterhin in den Nazi-B spielen. Und, Eichels Thema. Wir finden alle Fußball geil und freuen uns auch, wenn es einen guten Match gibt oder ein geiles Goal oder mal Erfolg haben. Aber ich glaube, schlussendlich, wenn wir ehrlich sind, finde ich es gleich jeder cool, dass es so ist, wie es ist. Und nicht grösser und so ein bisschen übersichtlicher. Die ganze Kurve! All der Wintertourer Fußballverein! All der Wintertourer Fußballverein! All der Wintertourer Fußballverein! Dann winken zu uns noch zu. Ja, ich meine, es ist einfach geil, oder? Und ich habe auch schon Komplimente bekommen von gewissen Spielern und das schätzt man dann auch. Und es ist auch dann schön zu merken, dass das, was wir machen da als Kurve, dass das auch etwas bringt, oder? Also, nochmal, es ist fast fertig. Wir singen noch eins. Und zwar alle miteinander, wie immer, aber eben doch nicht. Aber alle zusammen, es geht fertig. Das ist unser FCB! Das ist unser Traum. Ich komme da hin, alle zusammen. Alle miteinander, alle hier. Und jetzt ist unser Stadion. Ja, für mich ist es eine grosse Leidenschaft mittlerweile. Also ich mache das, was ich hier mache, mache ich gerne. Man kann sich entfalten, man kann etwas machen, man kann aktiv sein. Und also momentan, in den letzten 2-3 Jahren, ich lebe eigentlich für die 90 Minuten. Und es bestimmt schon ein bisschen mein Leben momentan. Ja. Sho la 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 la, oh, it's a vintage. Sho la la la.